Vom Heft Nummer 1, Kern des Evangeliums, Lektion Nummer 6, Jesus Christus, Freund und Leiter. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinen Namen das Leben habt. Ja, wir hatten 2 Lektionen über Gott und jetzt 3 Lektionen über Jesus. Ja, warum? Weil ja, die erste Lektion über Jesus, ne, habe ich versucht, euch zu beweisen, dass Jesus dass Jesus Gott ist, dass Jesus hundertprozentig Gott ist, dass er, ne, der inkarnierte Gott ist. Und letzte Woche das Gegenteil, quasi das, ja, die andere Seite der Münze, dass Jesus auch hundertprozentig Mensch ist. Und ja, ich weiß, dass diese Themen jetzt so ein bisschen trocken sind, sozusagen. Das Heft Nummer 2, das wird viel spannender, interessanter sein, weil es da um den alltäglichen Sachen geht. Hier geht es so ein bisschen mehr über Theorie, die Grundlage. Müssen wir wissen halt, ne? Müssen wir wissen, wer Jesus ist und so weiter. Können wir nicht direkt zum Alltag gehen, weil ja, wir als Christen müssen wir halt diese Sachen wissen. Aber heute wird es ein bisschen interessanter. Jesus Christus, Freund und Leiter. Das heißt, was gibt mir Jesus Christus so persönlich? Was tut er für mich? Was bedeutet er für mich ganz direkt? Hier zum Beispiel das Leben, dass wir das Leben haben. Und das Wort Leben bedeutet in den Evangelien meistens ewiges Leben und was damit verbunden ist, Freude und so weiter. Auf der nächsten Seite Jesus, unser Freund. Jesus nennt uns seine Freunde. Jetzt lese ich Lukas 12, 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Lukas 12, 4. Meinen Freunden. Ja, wir wissen, dass Jesus unser Freund ist. Das haben wir schon vielleicht öfter gehört in der Gemeinde oder so. Aber ich möchte das einfach betonen, dass Jesus das gesagt hat. Dass er jetzt nicht nur jetzt der inkarnierte Gott ist, sondern auch unser Freund sein will. Das heißt, eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben will. Und wenn er sagt, ich bin euer Freund, dann ist das nicht nur ein schönes Wort, wo er sagt, ja, schau mal, theoretisch, theologisch ist Jesus unser Freund. Sondern ich habe hier eine kleine Liste von 6 Punkten gemacht, wo man jetzt konkret sehen kann, dass Jesus ja uns auch ganz konkret zur Seite steht. Zum Beispiel für das Problem der Trennung von Gott bietet Jesus als Lösung die Versöhnung an. Jesus sagt, ich bin euer Freund. Das heißt, er sagt, ihr habt hier ein Problem, ihr seid von Gott getrennt, ich helfe euch, ich gebe euch eine Lösung. Ich biete euch Versöhnung an. Ja, das ist ja eine ganz, ganz konkrete Sache, die er tut. Punkt Nummer 2. Für den fehlenden Frieden reinigt Jesus unsere Seele und versichert uns seine Gegenwart. Ja, auch so eine Hilfe, die Jesus leistet, Sachen, die Jesus für uns tut. Wenn es uns, ich sage mal so, Frieden fehlt im Sinne von, wenn wir Schuld geladen haben, dann vergibt er uns die Sünden. Und wenn wir Angst haben, dann sagt er, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite. Matthäus 28, 20, auch so ein bekannter Vers. Ne? Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und so weiter. Punkt Nummer 3, für die Schuld der Sünde bietet er Vergebung an. Punkt Nummer 4, gegen die Macht des Fleisches bietet er seinen Heiligen Geist an. Er ist in der Lage, uns Kraft zu schenken, unsere 3 Feinde zu besiegen, Teufel, Welt und Fleisch. Ja, das heißt, Jesus, er hilft uns ganz konkret zu siegen. Zu siegen gegen das Fleisch,
Er sagt nicht einfach, ja Leute, beißt euch auf die Lippen, seid stark und besiegt das Fleisch, sondern er gibt uns den Heiligen Geist, der uns seine Kraft gibt. Wenn wir beten, wenn wir uns füllen mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dann haben wir auch mehr Kraft und Weisheit und Geistesunterscheidungsvermögen, um zu siegen. Punkt Nummer 5, gegen die Versuchung, Unterdrückung und Besessenheit von bösen Mächten ist Jesus das Licht, das die Finsternis vertreibt, und er schenkt seinen Nachfolgern Autorität gegen diese Feinde. Na, hier sind konkrete Probleme, die wir so haben als Christen, als Menschen, und Jesus kommt und sagt, ich bin das Licht oder er ist das Licht, ja, weil Gott ist Licht, Gott ist herrlich, Jesus ist herrlich. Und umso mehr wir uns Jesus nähern, dann gehen auch diese Sachen weg. Punkt Nummer 6. Jesus kann uns verändern, indem er sich selbst als Vorbild anbietet, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Jesus sagt, ihr sollt mir ähnlicher werden. Und er sagt nicht, ja, ihr werdet es schon irgendwie schaffen. Nein, er hat uns dieses Vorbild gegeben. Das heißt, wir lesen in den Evangelien, wie hat Jesus gehandelt? Wie hat Jesus seinen Mitmenschen geliebt? Und das ist für uns ein Vorbild. Und wenn ich das so lese, diese ganzen Sachen, die Jesus uns als Freunde schenkt. Er kommt und sagt, ich bin dein Freund, ich will dich wirklich helfen. Was macht ein Freund? Einer der Sachen, die so Freunde machen, ist uns helfen, wenn es uns schlimm geht. Und Jesus hier, ne, hilft uns, wenn es uns schlimm geht. Hier habe ich, ne, diese Liste von Sachen, von Gelegenheiten, wenn es uns schlimm geht. Und Jesus hilft uns wirklich. Nicht wie jetzt, ich sage mal so, Gründer von anderen Religionen oder anderen Göttern, die sagen, ja, ne, die sind da irgendwo da oben sozusagen, weit weg. Ne? Aber nein, Jesus, der ist an unserer Seite, der schenkt uns Kraft, der hat uns ein Vorbild gegeben und vieles, vieles mehr, was wir noch studieren werden in den nächsten Lektionen. Folgen des Sündenfalls hat Jesus rückgängig gemacht. Ja, weil im Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben, dann dann ist das Böse in die Welt, im Universum reingekommen, die Sünde hat da eine Tür bekommen und dadurch ist auch unser Leben kaputt gegangen. Das heißt nicht unser, weil es uns noch nicht gab, aber ja, das Leben aller Menschen, die von da an zum Leben gekommen sind und dadurch auch unser Leben ist kaputt geworden, ganz kaputt geworden. Und Jesus, der ist gekommen zur Welt, um alles wieder gut zu machen. Aber nicht alles auf einmal. Er wird auch vieles in Zukunft noch gut machen. Das heißt, er will alles, was Adam vermasselt hat, will er richtigstellen. Und vieles schon heute. Vieles gilt schon heute. Das heißt, wir können vieles schon in Anspruch nehmen. Zum Beispiel Angst und Feindschaft. Als Adam und Eva gesündigt haben, was war ihre Reaktion? Ne? Gott hat gefragt, Adam, wo bist du? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich gefürchtet. Ne? Und was sagt dann Gott? Ne? Das heißt, diese Furcht vor Gott, diese Angst, ne, vor einem Gott, der irgendwo da oben ist, ein Gott, der die Sünde straft. Ne? Das ist ja weiterhin so. Ne? Gott ist weiterhin gerecht. Aber früher, das heißt, bevor Jesus zur Welt gekommen ist, mussten die Menschen mit diesem Problem leben. Ja, Gott ist gerecht und wir sind schuldig. Was tun wir? Ja, dann hatte noch Gott diese Ritualen gegeben, die Opferung von Tieren und so weiter. Alles, ich sage mal so symbolisch und alles nicht so ganz perfekt. Alles als Vorbereitung, als Zeichen zu Jesus. Nur als Jesus tatsächlich gekommen ist und für uns gestorben ist auf das Kreuz, dann können wir sagen, wir brauchen jetzt keine Angst mehr vor Gott haben. Das heißt, die Menschen ohne Jesus, ja, die müssten Angst vor Gott haben, weil sie haben ein Problem mit Gott. Aber wir haben die
Versöhnung, die Vergebung. Und wir sind Freunde Gottes, deswegen brauchen wir jetzt keine Angst mehr haben. Punkt Nummer zwei, Fluch. Ja, die Menschheit wurde verflucht. Im Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben, dann kamen verschiedene Flüche über die Erde, über Adam, dass er, ne, jetzt mit Mühe arbeiten musste und seinen Unterhalt bestreiten und die Frau und so weiter. Da gab es einige Flüchen. Und was macht Jesus dagegen? Er bringt den Segen. Epheser 1,3, sehr wichtiger Vers. Jesus hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Das heißt, er überschüttet uns mit Segen. Punkt Nummer 3, Tod. Ja, Adam und Eva, Gott hat gesagt, am Tag, wo ihr das tut, diese Frucht isst, werdet ihr sterben. Und an diesem Moment, als sie diese Frucht gegessen haben, sind sie gestorben. Das heißt, geistlich getrennt von Gott. Wie jetzt ganz am Anfang habe ich gesagt, das Wort Leben im Neuen Testament bedeutet geistliches Leben, bedeutet Beziehung mit Gott, bedeutet Freude. Und Tod ist ja genau das Gegenteil, ist die Lösung von der Verbindung zu Gott, ist die Tatsache, dass der Heilige Geist nicht mehr Kontakt oder nicht mehr in den Menschen lebt und so weiter. Das heißt, das ist der geistliche Tod. Logischerweise sind Adam und Eva auch körperlich dann gestorben im Laufe von ein paar Jahren. Aber in diesem Moment, wo sie die Frucht gegessen haben, sind sie geistlich gestorben. Das heißt, die Verbindung zu Gott wurde unterbrochen und auch leiblich sind sie später gestorben. Und genau das macht Jesus jetzt wieder gut. Wenn wir an ihn glauben, dann können wir den Heiligen Geist bekommen. Und hier Johannes 11, 25 und 26, da können wir lesen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Johannes 11, 25 und 26. Jesus ist ja die Auferstehung und das Leben. Ja, warum heißt es Auferstehung und das Leben? Genügt nicht Auferstehung, ja, weil Auferstehung beinhaltet schon Leben, ne? Wenn wir auferstehen, dann werden wir leben, ja, aber dann in einem leiblichen Sinn. Wenn wir auferstehen, dann können wir wieder unseren Körper zurück. Aber Jesus ergibt uns mehr als einen Körper, er gibt uns das geistliche Leben. Deswegen sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Geistliches Leben. Geistliches Leben, Beziehung mit Gott und Freude. Sehr, sehr oft im Neuen Testament ist hier das Wort Tod in diesem Sinne benutzt, von Trennung von Gott, Verurteilung, Strafe und so weiter. Und Leben, ich sage mal so das Gute, die Beziehung und die Freude und so weiter. Nächster Punkt, Trennung von Gott. Eine Trennung. Der Mensch, der lebte nicht mehr mit Gott, der wandelte nicht mehr mit Gott. Adam und Eva, die wandelten mit Gott. Die haben ja quasi einen Termin mit Gott jeden Tag gehabt, wo sie sich dann unterhalten haben, sozusagen. Und ja, dann über die Geschichte seit Adam bis zu Jesus Christus, da hatten nur wenige Menschen jetzt einen Kontakt mit Gott, nur die Propheten oder ja, die Patriarchen oder so hatten einen Kontakt mit Gott, aber die meisten Menschen, für denen war Gott ein Gott, der weit weg ist, ein entfernter Gott. Deswegen hat auch Jesus angefangen, seine erste Predigt: Das Reich Gottes ist nahe, tut Buße, glaubt an das Evangelium, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und das ist
unsere Situation heute, das Reich Gottes ist nahe bei uns. Das heißt, wir sind nicht mehr Anbieter eines Gottes, der, ich sag mal so, da oben an den Wolken ist, sondern er ist nahe bei uns. Er läuft mit uns. Er wandelt an unserer Seite und auch in unserem Herz. Nächster Punkt, geistliche Unterdrückung. Ja, nach der Sünde von Adam und Eva, da konnten auch die bösen Geister die Menschen angreifen, versuchen und unterdrücken, quälen, ne, weil ja, Unterdrücken ist eine Art Quälerei. Und die Menschen, die können nichts dagegen. Die Menschen ohne Jesus können nichts dagegen. Aber wenn wir Jesus haben, dann können wir was entgegenstellen. Den Satan und die Dämonen können wir was entgegen tun und sagen, hier könnt ihr nicht rein. In mein Wesen, in meinen Körper, in meine Seele, in meinen Geist dürft ihr nicht. Hier wohnt jetzt Jesus. Geistliche Unterdrückung ist ganz schlimm und wir sollen das besiegen. Wir steht uns zur Verfügung, befreit zu werden. Ich sage mal, es ist nicht ganz so leicht, ich sage mal so, von meiner Erfahrung nach. Es gibt Bereiche unseres Lebens, wo wir sehr viel kämpfen müssen, um diese Freiheit in Anspruch zu nehmen. Es gibt andere, wo es sehr leicht ist, wo, wenn wir uns bekehren, dann ist sofort eine Befreiung da. Aber es gibt da bestimmte Bereiche, wo wir immer wieder beten müssen und immer wieder uns hingeben müssen in Gebet und so weiter, damit wir auch wirklich diesen geistlichen Schutz bekommen, diese Bekleidung mit Kraft, ne? Und auch geistliche Unruhe. Ja, Jesus, er sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das war auch so eine tolle Erfahrung, als ich zum ersten Mal, ich erinnere mich noch bis heute, als ich 30 Jahre alt war, lass mal sehen, nee, ich war da 27 Jahre alt in einer Gemeinde. Da habe ich ein Ehepaar besucht, die eine andere Gemeinde geleitet haben. Und die haben mich begrüßt mit dem Gruß, der Friede des Herrn sei mit dir. Und das war das schönste Wort, einer der schönsten Wörter, die ich je gehört habe. Dieses Wort, was ich im Jahr 1997 gehört habe, der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Und das war so fast wie eine Salbung meiner Seele. Und das schätze ich sehr, dieses Wort, dass der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Und weil auf Portugiesisch kann man das verkürzt sagen, Paz do Senhor, ne? Das heißt, der Friede des Herrn. Und auf Deutsch ist es jetzt ein bisschen komplizierter, weil es da ein unvollständiger Satz wird. Und deswegen passt auch da ein bisschen besser das Wort Shalom zum Beispiel. Shalom ist eine Verkürzung davon, Friede Gottes, ne? Und immer wenn ich solche Wörter höre, das ist quasi eine Massage in meiner Seele sozusagen, ne? Dieser Frieden, was Jesus uns schenkt. Und nächster Punkt, Unzufriedenheit. Ja, weil die Menschen ohne Jesus, die sind unzufrieden, denen fehlt immer etwas. Die sagen, ja, wenn ich dies habe, dann werde ich zufrieden, ich muss das noch kaufen und das muss ich noch haben und so weiter, dann bin ich zufrieden. Das heißt, die setzen sich immer ein Ziel und kämpfen, kämpfen, bis sie dieses Ziel erreichen und dann erkennen sie, dass es dann nicht so ist, dass sie nicht wirklich jetzt zufrieden sind und denken, oh, was fehlt mir dann noch und so weiter. Aber Jesus erfüllt uns, er schenkt uns die Erfüllung. Ich lese mal hier Johannes 6, 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes 6, 35. Sehr interessanter Vers, ne, da ich jetzt das Thema Endzeit studiere und habe noch heute gearbeitet am Thema Neue Jerusalem.
Und dann ist es so toll, ne, dass dort dieses Fluss vom Wasser des Lebens ist. Und wenn man das hier so liest, das Wasser des Lebens, das ist die geistliche Erfüllung. Das heißt, dass man jetzt nicht mehr unzufrieden ist, sondern dass man innerlichen Ausgleich hat, dass man nichts mehr braucht, dass man sagt, ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Ich habe schon alles, was ich habe. Und alles, was ich brauche, das ist Jesus. Wenn ich Jesus habe, dann kann ich in jeder Gelegenheit, in jedem Umstand zufrieden sein, wie Paulus sagt, in Überfluss oder in Armut. Ich kann in jeder Situation zufrieden sein, wenn ich Jesus habe. Ne? Und ich muss mich manchmal so ein bisschen wundern. Manchmal höre ich höre sehr oft Predigten im Internet. Und da gibt es einige, die da solche Sachen predigen und sagen, Jesus wird dir heute geben, was du brauchst. Und dann sage ich, okay, diese Predigt ist dann nicht für mich, weil ich habe schon alles, was ich brauche. Ne? Nicht, weil ich jetzt sehr reich bin. Nein, das ist nicht der Fall, sondern einfach, weil ich zufrieden bin mit alles, ne? Mit den wenigen Sachen, die ich habe, da bin ich halt zufrieden. Jesus benutzt auch ja auf der nächsten Seite 54, Jesus benutzt Brot und Wasser als Gleichnis. Ne? Brot und Wasser, das sind zwei wichtige Bilder. Wenn wir jetzt Brot essen oder Wasser trinken, dann fühlen wir uns, ne, zufrieden. Das heißt, dann bringen wir das um, erledigen das, was uns gequält hat. Ne? Weil Hunger quält und Durst quält und das ist ein Bedarf, Bedürfnis. Und wenn wir dann essen, dann haben wir dieses Bedürfnis nicht mehr. Und Jesus, ne, hat das als Bild genommen. Für das, was er tut, er erfüllt uns, er lässt uns zufrieden sein. Wenn wir Jesus haben, dann laufen wir zufrieden durch die Gegend. Letzter Punkt, Sinnlosigkeit. Ja, Gott hat Adam und Eva geschaffen und hat sie als Verwalter vom Garten Eden gestellt. Hat gesagt, hier verwaltet diesen Garten, organisiert ihn, gibt den Tieren Namen. Und ne, ich kann mir noch ein bisschen schwer vorstellen, was alles andere noch dort gab, um zu organisieren. Aber sicher gab es einige Sachen, wo Adam und Eva da sich beschäftigen mussten. Aber es war jetzt nicht eine Arbeit, die sie gequält hat, sondern es war einfach eine Aufgabe, eine Erfüllung, ein Ziel für ihr Leben. Gott hat die Menschen nicht geschaffen, um die Zeit totzuschlagen, sondern er hat uns geschaffen mit, ja, mit Gaben, mit Talente, mit Fähigkeiten, damit wir auch unser Leben erfüllen, damit wir lernen zu gehorchen, damit wir uns dienstbar machen, damit wir das Gefühl haben, wir sind nützlich und so weiter. Und das alles schenkt uns Jesus. Ja, Gott hat Pläne für jeden einzelnen von uns. Und dieses Wort habe ich immer wieder gehört, wenn ich mitgemacht habe in Evangelisationseinsätzen. Dieser Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben. Nur früher habe ich nie gefunden, wo es in der Bibel steht. Es steht nicht so in der Bibel, Klammer auf, Gott hat einen Plan für dein Leben, Klammer zu. Aber in Epheser 2,10, da steht es, dass Gott Werke vorbereitet hat im Voraus, damit wir in ihnen wandeln. Das ist jetzt ein bisschen komplizierte Art und Weise, das Gleiche zu sagen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das heißt, Gott hat, ne, Sachen vorbereitet, die du tun sollst. Und nicht, weil er jetzt uns schikanieren will, indem er uns ja versklavt oder so. Nein, sondern er will, dass wir uns nützlich fühlen, dass wir uns lebendig fühlen. Ja, wir fühlen uns einfach lebendiger, wenn wir Sachen tun. Ne? Das ist halt so. Wenn wir
unser Leben langweilig ist, ne, dann ist es nicht toll. Und wenn wir uns beschäftigen können und noch dazu wissen, dass diese Beschäftigung, diese Arbeit, die wird was bringen, die ist ein Segen anderer Menschen, dadurch kann ich anderen Menschen was Gutes antun, sei es jetzt im weltlichen Bereich, aber toll ist es auch, wenn es im geistlichen Bereich ist, dass wir anderen einen Segen sind, dann, ja, dann wissen wir, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir das können, dass wir das dürfen. Die Menschen ohne Jesus, die drehen sich im Kreis, die, ne, die sind wie jetzt ein Hund, das versucht, im eigenen Schwanz zu beißen sozusagen. Das heißt, die denken, ja, wenn ich mehr habe, dann bin ich, da werde ich glücklich, und wenn sie dann mehr haben, dann wollen sie immer mehr oder sowas in der Art. Ihr Leben ist nicht direkt sinnvoll. Die denken, sie erfüllen sich mit Sinn. Die denken, ja, wenn ich mal, na, wenn sie jung sind, dann denken sie, ja, wenn ich mal heirate, dann hat mein Leben Sinn. Oder wenn sie dann geheiratet haben und denken, ja, wenn ich jetzt Kinder habe, dann, na, und immer dann. Alles schöne Sachen, wichtige Sachen, aber wir haben Sinn in alle Situationen. In jedem Moment, wenn wir nicht verheiratet sind, wenn wir Single sind, dann hat unser Leben einen Sinn in Jesus. Wenn wir verheiratet sind, dann hat unser Leben auch einen Sinn in Jesus. Und so weiter und so fort. Jesus schenkt uns einen Sinn jeden Tag. Jeden Tag können wir fragen, Gott, was möchtest du, dass ich heute für dich tue? Und auch langfristig, jeder von uns hat so eine Berufung. Das werden wir alles im Laufe der Schulungen später in ein paar Monaten alles studieren, diese Berufung, wie finde ich zu meiner Berufung, wie, ja, kann ich rausfinden, was Jesus möchte, dass ich tue und so weiter, werden wir öfter studieren. Im Heft Nummer 2 haben wir so eine Lektion, die heißt den Willen Gottes entdecken, und später wird es im dritten Jahr, das heißt, ne, in bisschen mehr als 2 Jahre, werden wir 2 Quartale, das heißt 6 Monate lang, uns mit dieser Frage beschäftigen, was kann ich für Jesus tun? Wo wir alles Mögliche besprechen werden, über, ne, was so, ich sage mal so, ich als normaler Christ oder ihr als Jünger, als normale Christen für Jesus tun können, als Mitglied von einer Gemeinde und so weiter. Was könnt ihr tun als normale Mitglieder von einer Gemeinde oder normale Christen? Werden wir alles besprechen, weil ich bin fest überzeugt, dass Jesus alle, ausnahmslos alle glaubende Christen benutzen will. Das heißt, eine Aufgabe hat oder mehrere Aufgaben, eine Berufung, einen Plan. Und das ist ein ganz toller Zeichen, weil es heute geht um Freundschaft. Ne? Wie ist Gott toll? In der letzten Zeit, in den letzten Monaten dieser Spruch, was ich immer benutze, jeden Tag, früher, das heißt vor ein paar Jahren, war immer Halleluja. Ich musste ja 10-mal am Tag Halleluja sagen. Und in letzter Zeit muss ich immer sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Weil wenn ich sowas sehe, dann denke ich, ja, Gott musste das nicht machen. Er musste das nicht machen. Er könnte sagen, so, jetzt hast du dich bekehrt, jetzt setzt du dich auf der Bank und sei still. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ja, hast du dich bekehrt, jetzt habe ich Aufgaben für dich. Und das ist toll, dass man merkt, ich bin nützlich für Jesus, ich bin nützlich für Gott. Mein Leben hat einen Sinn. Zeichen der Freundschaft. Wie können wir wieder so konkret, ich versuche immer wieder konkret zu werden, nicht immer so theoretisch, das ist nicht so gut, ich versuche immer so konkret zu werden, wie merken wir, dass Jesus unser Freund ist? Hier Johannes 10, 28, Jesus hält uns in seiner Hand. Wenn wir ausrutschen, wenn wir hinfallen, das heißt, wenn wir uns schwach fühlen, dann hält uns Jesus fest.
Hier sollen wir auch nicht falsch verstehen, wenn wir hinfallen, nicht im Sinne von in Sünde fallen, das ist schon was anderes. Ein Christ, er darf nicht in Sünde fallen. Das können wir nachher, wenn ich wieder auf laut stelle, dann können wir das besprechen, wenn ihr möchtet. Aber hier meine ich, wenn wir müde sind vom Wandeln, dann hält uns Jesus in seiner Hand oder an der Hand. Jesus erquickt uns. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Jesus steht mit ausgestreckten Armen und sagt, wenn du müde bist, komm zu mir. Wenn du eine schwere Last hast, komm zu mir, ich helfe dir, die, ne, zu tragen oder die abzulegen. Jesus steht uns alle Zeit zur Seite. Ganz wichtig, manchmal ist es uns nicht so bewusst. Wir vergessen das manchmal. Aber deswegen ist immer gut zu erinnern, Jesus steht an meiner Seite. Und Jesus wohnt sogar in uns. Epheser 3, Vers 17. Aber da gibt es noch andere Verse, wie in Johannes, dass Jesus in uns, das heißt in unser Herz, wie man so in der Bibel sagt. Ich würde auch das Wort bevorzugen oder in unseren Geist oder in unserer Seele. Da wohnt Jesus. Ja, er wohnt auch in unserem Körper. Ne? Das heißt in uns. In der Bibel wird oft das Wort Herz benutzt, um genau das zu bezeichnen. Das heißt, das Zentrum unseres Lebens. Wir beten zu ihm und er erhört unsere Gebete und schenkt uns, was wir erbitten. Ja, so ist Gott. So, Gott ist so toll. Er ist so gut. Er ist unser Freund und er sagt, wenn du was brauchst, bitte es mir, ich werde es dir geben. Ne? Er musste das nicht tun. Er müsste das nicht tun. Aber er tut es trotzdem. Er sagt, brauchst du etwas? Komm zu mir. Ich schenke es dir. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Johannes 15, 14. Ja, das ist eine Eigenschaft dieser Freundschaft. Ne? Viele verstehen nicht, wie das mit den Geboten funktioniert. Viele Christen, die haben da ein Problem, eine Schwierigkeiten im Bezug mit den Geboten, weil sehr leicht rutscht ein Christ zur Gesetzlichkeit aus. Das passiert sehr, sehr leicht, weil das liegt quasi auf der Hand. Das ist eine große Gefahr, die Gesetzlichkeit, weil jeder, der Jesus liebt, will sein Wille tun, möchte sein Wille tun. Und dann kommen die Gesetzlichen und sagen, ja, du möchtest den Wille Gottes tun, was tust du hier? Ich gebe dir eine Liste von Sachen, die du tun musst. Du darfst dies und jenes tun und nicht tun und so weiter. Das sind die Gebote. Du darfst nicht töten, darfst nicht ehebrechen, darfst nicht stehlen und so weiter. Alles, ich sage so Sachen, die jetzt nicht falsch sind. Ja, Gott hat diese Gebote gegeben, aber die Gesetzlichen, die verstehen das falsch. Die denken, ja, ich muss hier auf mich eine Last schleppen, ich muss eine Last schleppen. Diese Gebote, die muss ich tun, die bin ich gezwungen zu tun, ansonsten werde ich in die Hölle geworfen. Und das ist eine ganz falsche Art und Weise, das zu verstehen. Hier hat Jesus es versucht, in einer besseren Art und Weise hinzustellen. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, wenn wir Jesu Freunde sind, dann haben wir Freude an dem, was Jesus auch Freude macht, dann haben wir Freude an dem, was Jesus von uns erwartet. Dann haben wir Freude
uns zu verändern, unsere Art und Weise, wie wir leben, zu verändern, an dem anzupassen, was dem Geist Gottes entspricht. Ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte, um das zu erklären. Ne, weil, wenn Gott, als Gott gesagt hat, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen und so weiter, hat Gott auch seinen Charakter ausgedrückt. Er hat ausgedrückt, was ihm stört. Das heißt, Gott wird traurig, wenn sich Menschen gegenseitig hassen und töten. Gott wird traurig, wenn sich Menschen gegenseitig untreu sind. Gott wird traurig, wenn Menschen sich bestehlen. Und deswegen hat er gesagt, tue diese Sachen nicht. Wenn ihr meine Freunde seid, tue diese Sachen nicht, damit ich nicht traurig bin. Ne? Wenn wir Freunde Jesu sind, dann meiden wir die Sachen, die ihm traurig machen. Versuche das hier in anderen Worten zu erklären, das mit den Geboten, damit wir, ich sage mal so, befreit werden von der Gesetzlichkeit, damit wir das alles tun. Es gibt Leute, die sagen, ja, die denken so, wer nicht gesetzlich ist, der sündigt. Der denkt, ich bin nicht gesetzlich, ich bin nicht gebunden an Gesetze, ich darf sündigen. Nein, das ist falsch, das ist völlig falsch. Sondern wer geistlich lebt, wer vom Gott, vom Geist Gottes geleitet wird, der übertrifft den Gesetzlichen, weil der Gesetzliche, der bindet sich in eine Liste von Gesetzen. Hier hast du eine Liste, die musst du tun. Aber der Geistliche, der beobachtet diese ganzen Sachen, weil er seine Freundschaft mit Gott, mit Jesus nicht verlieren möchte, sondern pflegen möchte. Deswegen tut er diese Sache nicht, die Gott nicht gefallen. Aber er geht auch darüber hinaus und er fragt jeden Tag, Gott, gibt es noch andere Sachen, die dir nicht gefallen? Ne? Gibt es noch andere Sachen darüber hinaus, über diese schriftlichen Geboten? Gibt es noch andere Sachen, die ich tun könnte, um dir immer besser zu gefallen? Ne? Das heißt, der Mensch, der Geist geleitet ist, er soll den Gesetzlichen übertreffen. Er kann den Gesetzlichen übertreffen und so wirklich ein Freund Jesu sein. Das heißt, immer stärker diese Freundschaft befestigen. Ja, wenn wir jetzt einen Freund haben, ich erinnere mich noch, als ich ja 15 Jahre alt war, dann hatte ich so einen Freund, mit dem ich ja quasi jeden Nachmittag verbracht habe. Dann sind wir schwimmen gegangen im Fluss, ne? Früher konnte man das noch in Südbrasilien. Und dann sind wir im Wald gelaufen und da Früchte gesammelt oder geangelt im Fluss und solche Sachen. Jeden Nachmittag haben wir solche Sachen gemacht. Und das heißt, wir haben diese Freundschaft gepflegt. Und wir haben ja vermieden, Sachen zu tun, die den anderen dann nicht gefallen haben und so weiter. Das ist so ein Beispiel für eine lebendige Beziehung und auch so mit Gott. Eine lebendige Beziehung mit Gott ist eine Freundschaft. Ja, und ja, die Freundschaft, die Jesus mit uns hat, die ist sehr toll, aber das bleibt nicht dabei. Wir müssen hier einen Themawechsel machen, einen Themawechsel zum nächsten Thema, Lehrer und Leiter. Lehrer und Leiter. Das heißt, Jesus, der will uns auch viele Sachen beibringen. Beibringen. Ja, ist auch wichtig. Das heißt, wir wollen wachsen. Wir wollen nicht immer an dieser ersten Stufe bleiben. Immer sagen, ja, ich habe mich bekehrt, ich bin ein frisch Bekehrter. Es gibt Leute, die quasi ihr Leben lang so handeln. Ungefähr so. Die sagen immer, ja, ich weiß so wenig, ich bin so ignorant, ich bin so klein. Ne? Die denken, das ist toll, sich immer in dieser falschen Art und Weise sich selbst zu demütigen. Man soll sich demütigen,
Aber jetzt nicht in diesem Bereich, in dem wir sagen, ich bin so ignorant, ich bin schon 30 Jahre im Glauben und kenne immer noch nicht quasi gar nichts von der Bibel und so. Das ist falsch. Jesus will uns Sachen beibringen. Er will unser Lehrer sein. Er will uns zeigen, wie wir leben sollen, wie wir Gott besser gehorchen sollen. Wir lernen von Jesus. Wie jetzt dieses Beispiel von diesem meinen Freund von meiner Jugend. Von denen habe ich vieles gelernt, zum Beispiel Angeln. Ne? Mein Vater hat mir nicht beigebracht, wie man angelt, sondern das war mein Freund. Ne? Oder wie man Fußball spielt und solche Sachen. Er hat mir vieles beigebracht. Und Jesus will uns auch vieles beibringen. Und wie macht er das? Ja, logischerweise durch das Wort, durch das schriftliche Wort Gottes, aber auch direkt in unseren Geist, wenn wir beten zum Beispiel. Dann erklärt uns auch die Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, können wir sie nicht verstehen, wenn wir auch nie diese Begleitung von Jesus haben. Jesus ist unser Leiter. Er will uns auch den Weg zeigen jeden Tag. Ich lese hier Johannes 8, 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, 12. Sehr interessanter Vers. Jesus, er erleuchtet unser Weg. Das heißt, er zeigt, wo wir den nächsten Schritt geben sollen. Die Menschen in der Welt, die laufen im Dunkeln. Die denken, ja, ich versuche mal, ich gebe hier den nächsten Schritt und hoffentlich geht's gut. Einen Schritt nach den anderen. Aber Jesus, nein, er zeigt uns den Weg. Er zeigt uns die Richtung. Und das ist viel, viel besser, wenn wir wissen, wohin man geht. Hier könnte ich viele Beispiele aus meinem Leben sagen, wo ich gebetet habe: Herr, was soll ich tun? In welcher Richtung soll ich gehen? Zeig mir den Weg. Und dann hat er es mir aufs Herzen gelegt. Und das werden wir auch später im Heft Nummer 2 studieren, das mit den Willen Gottes besser herauszufinden. Jesus Lehrer und Leiter. Das Wort Lehrer, das berührt mich sehr. Heute berührt mir sehr, weil ja, da ich schon 31 Jahre im Glauben unterwegs bin, habe ich schon so vieles gesehen und sehr oft, ne, fragt man sich, ja, warum? Warum geschieht diese bestimmte Irrlehre? Oder warum lassen sich Geschwister in dieser Irrlehre ein? Oder warum machen die Geschwister dies und das, was so ganz, ne, nicht der Bibel entspricht und so weiter? Oft macht man sich solche Fragen. Oder ja, warum hat diese Gemeinde bestimmte Traditionen oder so, die jetzt nicht mit der Bibel übereinstimmen. Man fragt sich vieles und sehr oft kommt man zu dieser Antwort. Es fehlt an Lehre. Und ich könnte das jetzt umdrehen und sagen, eine Behauptung machen, die meisten Probleme, die Christen haben, entstehen da. Entstehen aus der Tatsache, dass sie zu wenig gelernt haben. Fehlende Lehre. Und ich bin immer stärker überzeugt der Bedeutung von Lehre in Gemeinden, dass Gemeinden sich auch mehr anstrengen sollten, ihre Mitglieder zu, ja, die Bibellehre weiterzugeben. Alle Gemeinden haben ja Hauskreise und Predigten am Sonntag und so weiter. Aber für mich ist das noch nicht
Genügend, das genügt mir noch nicht. Das heißt mir im Sinne von meiner Einschätzung nach, wie viel Lehre braucht dann eine Person. Und das, was wir hier machen, indem wir eine Stunde lang uns hinsetzen, so ein Heft nehmen, wo dann auch viele Bibelverse vorkommen und so ein Thema studieren in Tiefe, wo wir wirklich studieren. Und darum benutze ich auch dieses Wort studieren, weil studieren bedeutet, man nimmt sich ein Thema vor und geht die verschiedenen Aspekte dieses Themas durch. Und das machen wir hier. Wir studieren ein Thema. Wir sagen nicht einfach, ja, lass uns so ein bisschen da picken, ja, wie die Hühner, so Maiskorn hier und da finden, sondern wir gehen Teil für Teil das Thema durch, ja, weil die meisten Christen, die machen das einfach durch das Leben. Die gehen in einen Gottesdienst hier, hören die Predigt oder nächste Woche hören weiter eine Predigt, nächste Woche weiter eine Predigt und dadurch lernen sie immer was, ja, ein bisschen, okay, jede Predigt hat auch einen, ich sag mal so, einen Kern von Lehre, aber um diesen Kern herum auch viele, ich sag mal so, viele praktische Sachen oder viele Sachen, die jetzt nicht so ganz auf jeden passen, die da sitzen. Das heißt, es gibt Sachen, die mir berühren und meinen Nachbarn nicht und das Gegenteil. Und das heißt, es ist toll, wenn bei jeder Predigt jeder nach Hause geht mit etwas und sagt, heute habe ich ein Wort bekommen für mich, für meinen Alltag, was mich weiterbringt, okay, ist gut. Aber deswegen sage ich, eine Predigt, die hat nicht das Ziel oder sollte das Ziel nicht haben, eine Lehre zu sein. Zu sagen, Leute, wir sehen uns in einer Woche wieder und die Lehre, die ihr braucht, geben wir euch in dieser Predigt weiter. Das ist falsch, so sehe ich das. Weil das ist zu wenig. Deswegen sollte man sich, ich sage mal so, in einen anderen Moment treffen, wo man ganz bewusst sagt, so jetzt lass uns hier ein Thema besprechen. Und ich habe viele Geschwister gesehen, die dann gesagt haben, die das irgendwann erkannt haben, ja, ich brauche sowas, ich muss mich vertiefen, ich muss verschiedene Themen studieren. Und dann haben sie sich in einer Bibelschule angemeldet oder in einer theologischen Hochschule angemeldet. Und dann sind sie dann so in ganz hohen Lüften geflogen sozusagen. Wie kann ich das erklären? Dann studieren sie ganz komplizierte Themen und Sachen, die jetzt sie gar nicht in diesem Moment brauchen. Weil ja, wer braucht diese komplizierten Sachen, die man jetzt in einer Bibelschule oder theologische Hochschule studiert? Ja, die Theologen. Aber die meisten normalen Mitglieder der Gemeinde und auch die normalen Mitarbeiter der Gemeinde, die brauchen nicht diese ganz komplizierten Themen zu studieren, sondern die brauchen Sachen, die sie helfen in ihre Aufgabe, in ihrem Alltag. Und was braucht ein Jünger Jesu? Der braucht hier, ich sage mal so, die Grundlage. Und das machen wir durch diese, das mache ich durch diese Hefte, diese Grundlage, diese Sachen, die so ganz, ne, von unten, wirklich von unten genommen sind. Die ersten Sachen. Das heißt, ich habe jahrelang gebetet, um diese Hefte zu schreiben und gefragt, Gott, was ist das Erste, was einer braucht, der sich bekehrt? Was ist das Zweite? Was ist das Dritte? Was ist das Vierte? Ich hatte, ne, ich sage mal, 200 Themen vor mir, wo ich gesagt habe, so diese Themen wären in meiner Meinung nach wichtig für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und von diesen 200 Themen habe ich gesagt, ja, ich muss hier 150 von denen aussortieren. Ich kann nicht 200 nehmen, ich kann nur 50 nehmen. Ja, weil ein Jahr, diese vier Hefte sind 50 Themen. Ich muss 50 nehmen. Dann habe ich wieder gebetet und nachgedacht und dann das aussortiert und gesagt, was ist
das Crème de la Crème? Was ist das Wichtigste des Wichtigsten? So dass ich zu diesen Themen gekommen bin. Diese Themen, die ich hier in diese vier Heften geschrieben habe. Das ist so das, was ich über diese 31 Jahre, die ich mit dem Herrn gehe, gemerkt habe, das sind die Themen, die so wirklich brennend sind, die ein Neubekehrter wirklich braucht. Ohne diese Themen kann man nicht wirklich ein Christ sein, wenn man diese Sache nicht weiß und kennt. Das ist einfach, das braucht man einfach. Es gibt Leute, die dann nach 20 Jahren sagen, oh, aber dieses Thema ist mir so wichtig. Wie jetzt noch diesen Sonntag habe ich mit einem Bruder gesprochen und er hat so erklärt, ja, ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, dass man auch Leute so hilft im Alltag, um herauszufinden, was man so als Christ alles tun kann und soll als Christ, wie man so das dem Alltag bewältigt und so als Christ. Und er hat das gesagt und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe ein Heft geschrieben, das Heft Nummer 2, Alltagsleben eines Jüngers. Das heißt, dieser Bruder hat nach, ich weiß nicht wie viele Jahre, schon Jahrzehnte, wo er mit dem Herrn geht, gemerkt, dass es wichtig ist, dass Menschen, die jetzt, es gibt viele Menschen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind und wissen, dass man jeden Tag beten muss und jeden Tag die Bibel lesen muss und solche Sachen. Aber es gibt viele, die das nicht durch die Muttermilch mitbekommen haben. Und deswegen ist wichtig, dass man das immer wieder beibringt und sagt, hier, was sollst du machen als Christ? Was musst du jeden Tag machen? Und deswegen ist auch wichtig, Jesus als Lehrer oder die Lehre ist wichtig, dass wir denken, wir sind Schüler. Ein Jünger ist auch ein Schüler. Ein Jünger ist ein Freund Jesu, aber er ist auch ein Schüler Jesu. Das sollen wir wirklich denken. In dieser Phase, in dieser Zeit, in dieser Jüngerschaftszeit. Ich weiß, dass die meisten von euch schon länger im Glauben sind. Aber halt es immer im Hinterkopf, dass ich hier, als ich diese Hefte geschrieben habe, vor mir im Gedanken gehabt habe, Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Und sicher werdet ihr auch ganz, ganz viele Sachen lernen, die für euch wichtig sind. Vielleicht wisst ihr schon ein paar und die Hälfte von das, was ich beibringe, oder der ein oder andere von euch schon ein Teil davon weiß, was ich hier beibringe. Aber interessant ist, das Bild zu vervollständigen mit diesen, wie so ein Fundament von ein Haus, was man dann durchgängig sein muss. Ein Fundament muss durchgängig sein. Ein Haus darf nicht ein Fundament haben, nur hier und da, sondern das Gewicht vom Haus muss verteilt werden über einen gleichmäßigen Fundament. Und deswegen ist wichtig, dass wir hier diese Grundthemen studieren. Ja, Jesus ist unser Lehrer. Und deswegen, wenn wir die Bibel lesen, wollen wir auch vieles lernen. Okay, das ist vielleicht so logisch, dass einige sagen würden, ja, Rolf, logisch. Das musst du gar nicht sagen. Wenn wir ein Buch lesen, dann wollen wir etwas lernen. Aber ich sage mal so, die andere Seite der Münze ist, dass Gott durch die Bibel uns auch führt und leitet. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, sehr oft lesen wir Sachen darin, die da gar nicht stehen. Ich nehme als Beispiel eine Situation, wo ich vor 15 Jahren eine sehr komplizierte Entscheidung treffen musste, ob ich meine Arbeit kündigen sollte oder nicht. Das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, will ich hier nicht mit vielen Details erklären. Der ganze Hintergrund, ich hatte 8 Jahre studiert, um diesen Abschluss zu bekommen, und dann hatte ich diese Arbeit, und dann habe ich gemerkt, Gott möchte, dass ich diese Arbeit kündige. Und das war eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Das heißt, Gott hat es mir durch die Gegebenheiten gezeigt. Er hat alle Türen zugemacht,
alle Türen zugemacht und die einzige, die noch offen war, sozusagen, war die Kündigung. Und da habe ich gesagt, okay, Gott, ne, mir egal. Das heißt, wenn du mir egal im Sinne von, ich will dir gehorchen, wenn du es von mir verlangst, dann tue ich das, ne, dann muss ich das halt tun mit Freude, weil ich ja dich gehorchen will. Und dann habe ich meine Bibel genommen, bin zu einem abgelegenen Ort gelaufen und da habe ich gesagt, so Herr, jetzt bitte zeig mir, was ich tun soll. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, willkürlich und meinen Finger auf eine Stelle gelegt und dann habe ich diesen Vers gelesen. Und da stand dieser Vers, wo es steht, als Jesus nachdem Jesus in Nazareth gepredigt hatte, aber niemand wollte an ihn glauben, dann ist er zu anderen Städten gegangen. Und durch diesen Vers habe ich verstanden, dass Gott das wollte, dass ich kündige, weil meine Arbeit zu jener Zeit war Pfarrer der Landeskirche. Und dann habe ich verstanden, Gott hat gesagt, die Leute wollen nicht das, was du predigst, die wollen deine Botschaft nicht hören. Geh zu anderen Städten, geh raus. Das heißt, in diesem Vers stand nicht geschrieben, Rolf kündige. Nein, da stand das nicht. Da stand nur, Jesus, ne, ist zu anderen Städten gegangen. Aber ich habe das für mich so verstanden, ganz klar. Und deswegen sage ich, oft stehen Sachen in der Bibel, die gar nicht in der Bibel stehen, im Sinne von, wo wir lesen und merken, oh, durch dieses Wort will mir Gott etwas zeigen, was ich ändern soll in mein Leben. Oder ne, eine Botschaft, die jetzt nicht so direkt da drin steht, aber wodurch ich mich angesprochen fühle, wo ich merke, oh, da, ne, da redet jemand mit mir, da redet Gott mit mir durch diesen Text eine ganz besondere Botschaft für mich ganz persönlich, der heute hier im Jahr 2019 in Deutschland lebe. Ne? Für mich ist diese Botschaft und nicht für irgendjemand anderes, sondern Gott redet mich an, redet mich an. Und das ist die Leitung Gottes. Gott leitet uns, aber Gott lehrt uns auch. Und sehr oft ist es dann das Gegenteil, dass wir die Bibel lesen und das absorbieren sollen, was da steht. Ne? Das heißt, wir lesen, was da steht und wir sollen es auch in unserem Kopf so merken, was da steht. Deswegen kann ich auch so viele Bibelversen hier nennen, auswendig, ne, wenn auch nicht immer so, so wie es dann wörtlich in der Bibel steht, aber sehr oft kann ich das tun, obwohl ich nur vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen bin, aber einfach, weil ich ja die Bibel lese und wenn ich die Bibel lese, versuche ich mich zu konzentrieren. Ja, so sollen wir es auch tun, konzentriert. Nicht immer, ne, fliegen, das heißt überfliegen, rasend schnell lesen. Nein, lesen und dann das auch aufnehmen. Und das heißt auch lernen. Lernen aus der Bibel. Lernen aus diesen Worten, die da stehen, das, genau das, was da steht. Das heißt, Gott kann die Bibel in zweierlei Weisen benutzen, um uns zu leiten und führen. Deswegen heißt es, Jesus ist unser Lehrer und Leiter. Das macht er, ja, warum? Weil er unser Freund ist. Er steht uns zur Seite und sagt, heute lass uns mal hier ein bisschen Stoff lernen, studieren. Und am nächsten Tag sagt er, so, heute will ich dir was Persönliches zeigen und sagen und offenbaren. Das heißt, in jedem Moment steht uns Jesus zur Seite und weil er uns so liebt, weil er so eng mit uns verbunden sein möchte, macht er das. Deswegen sage ich immer, Jesus ist unser Freund. Halleluja. Halleluja. Amen.